Hey, ho, ja, ich bin's wieder, euer Sedat. Was geht, was geht, was geht? Diesmal mit Call of Duty Black Ops 2. Ich bin etwas später ins Spiel gekommen, deshalb habe ich das noch pausiert. 35 Sekunden später bin ich ins Spiel gekommen. Aber egal, ich denke, das soll uns nicht stören, deshalb starten wir das jetzt einfach mal. Ich spiele hier noch mit der PDW. Was ist das hier? 35. Level 35 bin ich hier, das ist ein etwas älteres Gameplay. Und ja, soweit, so gut. Wir starten hier etwas mit weniger Leuten, mit zwei weniger, aber das ist doch kein Problem. Matchmaking for the win. Egal. So. Also, wie geht's euch? Mir geht's soweit ziemlich gut. Ich habe heute einen richtig, richtig coolen guten Tag gehabt. Ich habe voll geil gechillt. So, yeah. Nee, Quatsch. Ich habe heute Klausur erstmal geschrieben und habe ich, denke ich mal, ein bisschen geownt so. Genau wie den Typen, den habe ich auch geowned. Und ja, soweit, so gut. Ich denke, eins oder zwei wird das. Ich hoffe mal, das bleibt doch so. Ich hoffe, ich habe mich da nicht vertan. Hoffe ich zumindest. Ja, egal. So, dann ging es weiter. Ich habe. Was war denn dann noch? Genau, ich habe Gehalt bekommen heute. Etwas mehr, als ich erwartet habe. Das ist natürlich auch eine super Sache. Da freut man sich immer wieder. Dann, des Weiteren. Hatten wir eine Stunde früher Schluss, was mich dann noch mehr gefreut hat. Dann bin ich in die Stadt gegangen, hab mir schön Sachen gekauft. So, hier, was habe ich mir gekauft? Gucken wir mal. Wo ist meine Tüte? Hier ist meine Tüte. Okay, Cola habe ich mir gekauft, Kinderriegel habe ich mir gekauft, Pringles habe ich mir gekauft und Kinder Bueno habe ich mir gekauft. Also, wenn das nichts Besonderes ist, so, da weiß ich auch nicht, ey. Und da habe ich mir noch einen Weihnachtsmann gekauft. So, Nikolaus, ich stehe voll auf diese Nikoläuse. Voll lecker, voll lecker. Ja. Nicht mehr gekauft. Dann bin ich nach Hause gekommen. Habe ich erstmal gedacht, machst du ja erstmal Mittagessen so. Aber es ist irgendwie nichts da gewesen. Was keine Seltenheit ist. Aber egal. Ja, und dann habe ich mir einfach eine Pizza bestellt. Dann ging es mir noch besser. Und dann kriege ich eine E-Mail. Dear SZA86, this email is to inform you that Machinima has indicated it would like for you to join its network. If you would like to link your account. Your account SZA86 to Machinima YouTube Account, please click the link to learn. Ja, ich bin jetzt bestätigt. Ich bin jetzt offizieller Machinima Partner. Ich kann jetzt auch ja oben das Banner einfügen auf meiner Kanalseite. Da wird auch auf jeden Fall was kommen. Dann so gesehen, wie ich das jetzt richtig verstanden habe, gehört Machinima jetzt meine Videos. Also die haben jetzt die Rechte an meinen Videos. Das heißt, ich brauche das ja auch um halt ja, um Rechte an die Spielesache, an die Spiele zu haben. Und ja, so weit, so gut. Ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Und ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich muss da erstmal den Typen anquatschen, den Reggie. Muss ich erstmal anquatschen, wie das so läuft mit dem Ganzen, ob ich das alles richtig eingestellt habe, wie das doch, ob das, ja, ob das halt alles richtig eingestellt ist, ob ich jetzt noch was machen muss oder ob ich jetzt einfach volle Kanne loslegen kann. Und bis jetzt ist er noch nicht online gekommen, aber das wird, denke ich mal, noch kommen. Ohne Scheiß, guckt euch mal Clayman 90 an, das ist der Reggie. Ich denke, die meisten Leute kennen den auch, aber der ist noch einer der richtigen Gamer und nicht diese. Ich meine, ich habe nichts gegen Konsolenleute und so, ne? Hier der Typ auch geil runterjumpen, so, yay. Aber der ist noch ein richtiger PC-Gamer und so, der hat auch Aiming. Da gibt es kein Auto-Aim oder sowas, ne? Also Konsole, Auto-Aim, das ist für mich immer noch. Bleh. Und ich muss ehrlich sagen, entweder man kann es ziehen oder nicht. Ich kann es nicht. Aber der Typ, Halleluja. Ich weiß nicht, was mit diesem Typen los ist. Ich weiß nicht. Ich denke, das hat mit seinen Counter-Strike-Zeiten damals zu tun, dass er da war, der ziemlich aktiv und anscheinend hat er da ein bisschen reingehauen und hat sein Aiming so krass verbessert. Und das merkt man auch. Das merkt man in jedem Ego-Shooter. Egal, wo man schießen muss, er owned. Und ja, auf jeden Fall mit dem Typen habe ich mich da ein bisschen kurzgeschlossen. Der hat mich so gesehen angeworben. Und jetzt bin ich halt bei Machinima. Ich freue mich, da kommt auch noch ein Banner hin und so. Ich, wie gesagt, mein Kanaldesign werde ich noch bearbeiten. Generell muss ich sagen, bis jetzt hierhin ist das Gameplay irgendwie total scheiße. Und ich bin echt deprimiert gewesen zu diesem Zeitpunkt, als ich das gespielt habe. Hab gedacht, boah, schon wieder so ein scheiß Gameplay. Aber dann irgendwann kriege ich gleich noch eine Abschlussbelohnung hier, diese Score Point Streak und so. Und dann geht's langsam dann so. Und ja. Und würde ich sagen, ah ja, genau, Kanaldesign ab ist ein gutes Thema, denn ich möchte das erstmal fertigstellen. Ich möchte meinen Kanal erstmal auf Vordermann bringen mit diesem neuen Kanaldesign. Ich weiß auch nicht, warum ich den nicht gesehen habe, keine Ahnung. Ich glaube, das war im echten Spiel etwas anders, aber egal. Ja, auf jeden Fall möchte ich erstmal meinen Kanal auf Vordermann bringen.
Das heißt, ich mache da ein neues Kanaldesign, das mache ich selber. Das heißt, ich muss noch ein bisschen schauen, ob, was ich da so reinballer. Und ich sag nur, es wird awesome. Ja. Das heißt, schön Photoshop anschmeißen und dann ein bisschen ballern. So, vielleicht mache ich auch ein Speed. Wie heißt das nochmal? Speed Art, Speed Dings. Dann nehme ich das auf und spiele das schneller ab und dann, ja, dann kann man da zugucken, wie ich das hergestellt habe. Aber ich bin noch nicht sicher, ob ich das mache, denn, ja, keine Ahnung, hier habe ich keinen getroffen, das ist auch traurig, fällt mir gerade auf. Egal, ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Könnt ihr mal drunter schreiben, wollt ihr das sehen oder wollt ihr es eher nicht sehen? Und, ja, wie gesagt, das ist nämlich das, was heißt Problem, aber das möchte ich erstmal abschließen und dann kommen erst wieder Videos. Also, ich kann euch sagen, ich habe genug Videos, ich habe extra mit Robin, ja, was heißt vor, ja, ich habe voraufgenommen mit ihm, dass ich, wenn ich dann Partner bin, dass ich dann schön Videos so schön rausklatschen kann. So richtig schön. Batsch, batsch. Kommen dann Videos. Und dann kann ich euch sagen, wenn es dann einmal losgeht, dann geht's auch los. Ich kann euch mal ein bisschen sagen, was was da so dran kommt. Aber wie gesagt, erstmal wollte ich halt meinen Kanal klar machen. Ich wollte da meinen Kanal klar machen mit dem Kanaldesign und so, das ist im Moment sehr wichtig und so. Auch dazu gehört auch auf meiner Facebook-Seite das Titelbild. Das wird wahrscheinlich ähnlich aussehen wie mein Kanaldesign, also wie oben das Banner dann, denke ich mal, weil man das ziemlich gut übernehmen kann, denke ich. Und ja, dann werde ich auch noch ein bisschen mehr Werbung für meine Facebook-Seite machen. Dann gibt es auch Gewinnspiele und so. Vielleicht habe ich überlegt, Dota 2 Keys zu verlosen. So als Beispiel, wenn ich 20 Likes auf Facebook habe, dann gibt es zwei Dota 2 Keys oder wie auch immer. Oder irgendwie sowas. Habe ich mir auf jeden Fall überlegt. Denke ich mal schon, dass ich das, dass es ganz cool wird. So weit, so gut. Jetzt kann ich noch mal kurz sagen, was ich hier so alles in Planung habe. Mit dem Robin haben wir noch, was haben wir hier? Ich sag mal ein bisschen so durch, ne? Also, wir haben uns APB vorgenommen, haben wir schon gemacht. Haben wir zusammen ein bisschen geowned, ne? Ein bisschen Gangster-Shit und so. GTA auf Drogen. Und dann haben wir noch ein Call of Duty Live-Commentary mit Wolverine, aber da war der etwas still. Ich weiß nicht, ich versuche noch ein bisschen mit dem was zu machen, weil der ist irgendwie letzter Zeit ziemlich weg. Aber mit dem werde ich auf jeden Fall noch was machen und da kommt auf jeden Fall dann noch ein Zombie-Video, was das, weil das sich viele Leute wünschen. Das kommt auf jeden Fall mit Robin und Wolverine. Zombie kommt auf jeden Fall, braucht ihr keine Angst haben, kommt auf jeden Fall. Da wird da ja, nein, ein bisschen Zombies wegballern. So wie hier gerade. So, und ab hier geht das Gameplay dann etwas positiver, wird es dann, finde ich zumindest. Auch wenn ich nicht immer alles treffe und so. Und das ist das erste Mal, dass ich dieses Ding habe. Aber generell, wenn man es nicht kaputt macht, dann ist das Ding echt stark. Aber irgendwie heutzutage machen die Leute alles jetzt kaputt. Und deshalb gehen wir auch weiter zu dem nächsten Thema, was wir dann haben. Das ist, wir haben uns Far Cry 3 gekauft. Da haben wir dann erstmal ein Live-Commentary gemacht von zwei Spielen und wir sind ausgerastet. Also das ist ein Flaming Far Cry 3, weil es hat geleckt, es hat alles, die Gegner waren irgendwie und wir waren und das war furchtbar. Und das ist auf jeden Fall ein Flaming, da könnt ihr euch freuen, da schrei ich auch rum und Robin, der rastet auch aus. Dann haben wir ein Video von Gotham City Impostors, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Dann haben wir noch Herr der Ringe online mal angespielt. Dann habe ich alleine Path of Exile, da bin ich in der Closed Beta drin, das lade ich auch noch hoch und dann als allerletztes haben Robin und ich den Weg zu Dota 2 gefunden. Habe ich ja eben schon erwähnt, dass ich da ein paar Keys verlosen werde. Wahrscheinlich. Und ja, der Robin, der ist da voll scharf jetzt drauf. Ich weiß nicht, was der genommen hat. Auf jeden Fall, der spielt jetzt sogar alleine. Und das heißt bei ihm schon was, wenn er das alleine spielt, ohne mich jetzt oder ohne irgendwelche anderen Leute. Dann heißt das, dass ihm das richtig gefällt. Ich meine, wir haben nur eine Runde gewonnen. Wir haben eine Runde gegen Bots gespielt, kann ich ja sagen, um reinzukommen für ihn. Die haben wir gewonnen. Dann haben wir eine Runde verloren. Dann eine Runde gegen richtig gewonnen. So gegen menschliche Spieler und so. Das war unser Höhepunkt war das. Danach haben wir nochmal gespielt. Da hat er leider seinen Charakter nicht bekommen, den er vorher genommen hat. Und deshalb haben wir dann wieder verloren. Aber naja, ich meine im Endeffekt, es macht schon Spaß. Ich meine, diese taktischen Elemente mit Teamplayer und so, das ist wirklich cool. Vor allem, wenn man dann, wenn man da mit ihm dann zusammenspielt, er dann slowt und ich dann meinen Nuke raushaue oder wie auch immer. Das ist richtig cool gemacht. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Generell wird sich für euch nichts ändern, außer dass jetzt viel mehr Videos kommen die nächste Zeit. Ich habe nämlich vor, jetzt, wenn es dann einmal losgeht mit meinem Kanaldesign, wenn es einmal steht, dass ich dann, ja, dass ich dann viele Videos hochlade. Also da kommt dann fast jeden Tag eins. Ich nehme dann auch das, ja, die ich dann jetzt vorgerendert habe, die werde ich dann alle hochladen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Generell lässt sich noch sagen,
Das ist meine Busgeschichte, kommt auf jeden Fall auch noch. Die Busgeschichten, die muss ich erstmal noch ein bisschen vorbereiten, dann ein bisschen wieder erinnern muss, wie das alles war. Und damit ich auch nichts Falsches erzähle, schreibe ich das dann so stichwortartig noch auf. Und ja, das kommt wahrscheinlich dann in dem Call of Duty Gameplay. Und wollte ich noch sagen, also für die Leute, die das Metro 2033 Video gesehen haben, das weiß ich nicht, ob es immer noch funktioniert, habe ich jetzt nicht geguckt, aber man muss über 18 sein. Ich habe das auch ins Video geschrieben, aber ich sage es dir extra nochmal, man muss über 18 sein, also das Facebook-Profil muss ein Alter haben, das über 18 ist, damit man das runterladen kann. So, dann gibt es jetzt hier noch beste Typ ever, der hat mein StarCraft 2 Kampagnen-Gameplay kommentiert. Ich meine, StarCraft ist so eigentlich jedem Begriff, oder? Also StarCraft ist ja wirklich jetzt schon auch StarCraft 1 und dann Brood War und so. Das muss ja eigentlich schon so, ist ja schon, ich weiß nicht, wann kam das raus? 2000 oder so? Irgendwie sowas. Und dann schreibt ein Typ drunter, StarCraft erinnert an Command & Conquer. Ja, kann gut sein. Genius, Junge. Wobei Command & Conquer natürlich noch vor StarCraft rauskam, aber ich denke mal, StarCraft hat sich schon zu einem eigenen Spiel gemausert, dass man das nicht mit Call of, dass man das nicht mit Command & Conquer vergleichen muss. Sollte. Ja, dann noch kurz Schokokuchen 131. Mein Name ist Silas. Jo, bis dann. Hast du aber bestimmt auch schon mal in Videos gehört. Der Wolverine nennt mich manchmal Silas oder der Robin auch. Ich heiße Silas. Also, bis dann, Leute. Das war's jetzt. Mal gucken, was das hier für ein Gameplay war. Das war ein 3611, also eine Dreierquote. 3, irgendwas. Bestätigt, verwehrt. Und das war's, Leute. Mit Level 36 hatte ich ein schönes Spiel. War sogar ein Draw. Sieht man hier gerade. Okay. Mein erstes Draw war das, glaube ich, dann. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Maschinima.